Elsie Mockford, 37, starb die Ehefrau des millionenschweren britischen Geschäftsmannes Steve Mockford, 65, völlig überraschend am 24. August 2021 in ihrem Urlaub auf der spanischen Insel Menorca. Die Familie besaß dort eine Luxusvilla. Den Medienberichten zufolge wurde Elsie Mockford leblos in ihrem Anwesen gefunden. Rettungskräfte konnten sie nicht wiederbeleben. Für die 37-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie wurde kurz darauf im Krankenhaus für tot erklärt. Über die Todesursache gab es keine genauen Angaben. Elsie und Steve Mockford waren seit 2 Jahren verheiratet. Aus einer früheren Ehe hat die Millionärsgöttin noch 2 jüngere Söhne im Alter von 15 und 11 Jahren. Steve Mockford, Chef von United Utilities, dem größten börsennotierten Wasserversorgungsunternehmen Großbritanniens, brachte 2 Töchter mit in die Ehe, die etwa im Alter seiner zweiten Frau. Die Familie zeigt sich tief erschüttert, ich bin in einem Schockzustand, erklärte ein Familienmitglied gegenüber, ich kenne nicht viele Details, außer dass sie auf Menorca im Urlaub war und am Dienstagmorgen starb. Sie hat 2 Jungs und es ist zu traurig für sie. Sie war eine sehr gute Reiterin und ein liebenswerter Mensch. In einer offiziellen Stellungnahme bestätigte ein Familiensprecher den plötzlichen Tod der 37-Jährigen. Elsie war eine wundervolle Ehefrau, Mutter, Tochter, Schwester und Freundin und sie wird von denen, die sie kannten und liebten, sehr vermisst werden, heißt es in dem traurigen Statement. Für ihren Ehemann Steve Mockford ist die Nachricht vom Tod seiner geliebten Frau besonders tragisch. Bevor er Elsie im Jahr 2019 heiratete, musste er 3 Jahre zuvor seine erste Frau Barbara, 61, zu Grabe tragen. Sie starb an den Folgen einer Brustkrebserkrankung.